Was befindet sich in Franklins verschlossenem Zimmer? Diese Frage werden wir heute in GTA 5 auf den Grund gehen. Und zwar sind wir nämlich heute in diesem Video in Franklins Apartment. Und ihr wisst es alle, Leute, Franklin hat natürlich einige Zimmer, die man nicht betreten kann. Unter anderem auch sein Bad. Also ich weiß nicht, wo Franklin auf Toilette geht, weil die kann man ehrlich gesagt nicht finden in GTA 5. Wahrscheinlich befindet sich das Bad in diesem Zimmer, aber da kommt man nicht rein. Es gibt allerdings auch noch andere Türen, unter anderem diese eine Tür und auch noch ein paar andere. Und davon werden wir eine davon in GTA 5 freischalten. Wenn ihr wollt, dass wir das noch mit den anderen Türen machen, dann Leute, lasst unbedingt ein Like da auf diesem Video und schreibt gerne mal Franklins Tür in die Kommentare. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwo, Leute, müssten wir dieses Mysterium lüften. Vielleicht gibt es hier irgendeine Ecke, wo ich etwas noch gar nicht gesehen habe, wie man vielleicht eine dieser Türen von Franklin freischalten kann. Unter anderem zum Beispiel hier so hinter den ganzen Blumentöpfen. Da müsste es irgendetwas geben, Freunde, wo wir vielleicht den Schlüssel oder irgendwie den Zugang zu dieser Tür bekommen. Und seit einigen Tagen ist irgendwas ziemlich merkwürdig, Leute. Und zwar seht ihr es, aus irgendeinem Grund ist das Sofa bei mir schief. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das ist seit neuestem bei mir in GTA 5. Wahrscheinlich ist das Ganze nicht bei euch so, aber manche dieser Möbel sind einfach verschoben. Vielleicht hat das irgendwie so eine Art Sinn, dass man da vielleicht irgendetwas finden kann. Wartet mal, Leute. Seht ihr das? Ist das der Schlüssel? Oh mein Gott. Warte, aber ich komme da nicht ran. Warum ist das eine unsichtbare Wand? Ich muss da unbedingt drankommen. Wow, okay. Leute, ich bin in dieser Ecke tatsächlich drin. Es ist extrem schwer, sich da rein zu bewegen, aber ich habe den Schlüssel und dann würde ich sagen, wir nehmen den mal mit. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Jetzt müssen wir herausfinden, in welche dieses Schlüsselding reinpasst. Also, wir gucken mal nach, Leute. Die erste Tür probieren wir einfach mal hier und es ist... Nein, die ist okay. Okay, gut, Leute. Wir haben noch auf jeden Fall zwei weitere Türen. Probieren wir mal die aus, Leute. Vielleicht ist es ja diese Tür. Und zwar, let's go. Nein, die ist es ebenfalls nicht. Warum kann ich die nicht öffnen? Okay, aber da muss es diese Tür sein. Okay, Leute, let's go. Was? Auch die Tür ist verschlossen? Für welche Tür ist denn dieser Schlüssel? Sagt mir nicht, dass es für das Bad ist. Okay, komm. Das ist die letzte Tür, die mir einfällt. Und... Die ist auch zu? Okay, das ist jetzt echt merkwürdig, Freunde. Gibt es vielleicht noch andere Türen hier bei Franklin zu Hause? Ich meine, ihr könnt es ja sehen. Es gibt hier so einen extra Raum, den man nicht betreten kann. Für welchen Raum ist dieser Schlüssel? Das verstehe ich. Oh, das müsste, glaube ich, diese Tür sein, Leute. Okay, probieren wir es aus. Okay. Yo, ich hab's gehört. Ihr habt's gehört, Leute. Man kann dort hineingehen. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich bin so gespannt, was sich hinter dieser Tür befindet. Also, Leute, wenn ihr bis jetzt noch nicht ein Like da gelassen habt, dann ist jetzt der richtige Moment gekommen. Wenn ihr mehr von dieser Art von Videos sehen wollt und wenn wir durch diese Tür jetzt durchgehen sollen, zerstört jetzt alle mal den Like-Button. Jeder einzelne von euch gleichzeitig. Ja, ich kann euch nicht alle bei Namen nennen, aber fühlt euch einfach angesprochen. Auch du am Fernseher, auch du am Handy, der das Ganze auf dem Klo jetzt schaut. Jetzt auf den Like-Button. 3, 2, 1 und... Wow! Oh mein Gott, wir sind im geheimen Raum und irgendwie ist der ziemlich klein. Okay, wir sind wahrscheinlich auch wirklich in diesem einen kleinen Raum, Leute. Okay, was haben wir auf jeden Fall hier? Es sieht ja auch richtig dreckig aus, ne? Okay, hier liegen einfach so ein paar Sachen rum. Irgendwelche komischen Geräte und ziemlich viele Kartons. Ist das irgendwie die Rumpelkammer von Franklin? Aber das kann doch nicht dieses eine Zimmer sein. Es muss doch mehr geben. Also hier ist ein Zettel. Der ist ein bisschen dreckig und sieht ziemlich alt aus. Steht dort vielleicht was drauf? Wir gucken mal rein. Oh, Denise. Denise hat den Schlüssel für das nicht fertige Zimmer. Öffne die Tür erst 2025. Gezeichnet Lester. Was? Lester Crest? Was hat Lester damit zu tun? Okay, ich würde sagen, um das Ganze herauszufinden, gehen wir erstmal hier aus diesem Raum raus, zurück zu unserem Zuhause. Okay, da wären wir wieder, Leute. Okay, was hat bitte Lester mit Denise zu tun? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dieses Rätsel werden wir gemeinsam zusammen mal lösen. Vielleicht hat es etwas mit diesem Haus an sich zu tun. Denn erinnern wir uns, Leute, zurück an die Vergangenheit in GTA 5, dann wissen wir, wie hat Franklin dieses Haus eigentlich bekommen. Ganz genau, Leute. Franklin hat dieses Haus bekommen nach der ersten Mission, also diese erste erledigen Mission, wo er halt Leute sucht und sie erledigt. Und wenn ihr die ersten von diesen 5 Missionen macht, dann schenkt euch Lester Crest dieses Haus. Warum macht er das? Um ihm einen Gefallen zu tun? Vielleicht steckt da ein bisschen mehr dahinter. Und er sagt, dass Denise den Schlüssel für das nicht fertige Zimmer hat. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch einen zweiten Schlüssel für einen größeren Raum und ich soll den erst 2025 öffnen. Warum erst in 2 Jahren? Warum, Leute? Warum 2 Jahre? Schreibt mir eure Theorie dazu jetzt in die Kommentare hinein. Warum schreibt Lester Crest 2025? Ich weiß es nicht. Aber egal. Ich würde sagen, auf geht's zu Denise. Denn sie
hat den Schlüssel. Also, let's go. Okay, Denise, bist du zu Hause? Ich bin's, Franklin. Hallöchen, was geht ab? Denise, bist du zu Hause? Ah, da bist du ja. Denise, was geht? Ich bin's, dein Lieblings-Cousin, Onkel, Sohn. Franklin. Ach, verschwinde. Was willst du hier? Kann ich endlich nicht mal meine Ruhe genießen vor dir? Ja, das ist aber ziemlich nett, wie man mir Hallo sagt. Es gibt ein... Lester meint, du hast einen Schlüssel für ein Zimmer. Weißt du noch was davon? Ein Schlüssel? Warte mal kurz. Wie lange ist es schon her? Ich glaube, das muss schon 2013 gewesen sein. Ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel nicht mehr. Tut mir leid, Kollege. Kann da leider nichts machen für dich. Verschwinde jetzt. Ey, komm schon, Denise, bitte. Leute, vielleicht müsst ihr eher ein bisschen auf die Sprünge helfen. Schreibt mal Denise in die Kommentare. Irgendeinen netten Kommentar. Denise, du bist die beste Frau der Welt oder irgendwas anderes. Komm, Leute. Denise, siehst du das? Die Leute erinnern sich an dich. Sie mögen dich total. Komm, bitte, du musst wissen, wo dieser Schlüssel ist. Ah, wenn du mich endlich für immer und ewig in Ruhe lässt, dann sage ich's dir. Ich habe den Schlüssel vergraben, okay? Ich habe keine Ahnung wo, aber ich glaube, hinter dem Garten habe ich ihn einfach vor ein paar Jahren vergraben. Und jetzt die Leine. Okay, alles klar. Sie hat den Schlüssel also vergraben, Leute, hier im Hinterhof. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Okay, der Garten ist zum Glück nicht so groß. Also ich glaube, es sollte für uns relativ einfach sein, den Schlüssel zu finden. Aber sie meinte was von 2013. Das heißt, diese Schlüssel liegt wahrscheinlich schon seit 10 Jahren. Und zwar seit GTA 5 draußen ist. Und ja, Denise, du könntest eigentlich auch mal aufräumen. Ich meine, schaut mal, wie das hier aussieht. Überall fliegen Flaschen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt einmal an die Gartenarbeit und schaufeln erstmal hier alles aus, was wir haben. Und ich hoffe, dass wir fündig werden. Oh, Leute, ich suche jetzt schon seit 2 Stunden und ich finde einfach keinen Schlüssel. Wartet mal, Leute, wartet. Warte. Das Teil ist doch aus Metall. Vielleicht könnte ich einen Metalldetektor benutzen. Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall hier so einen Detektor. Der soll auf jeden Fall den Schlüssel finden. Zumindest habe ich so das Gefühl, es soll etwas Funktionierendes sein. Also, wir suchen mal. Okay, das Signal wird hier schwächer. Okay, ich höre es hier immer weniger. Dann müssten wir mal da lang gehen. Oh, ich glaube, ja, es wird stärker. Hier ist es ganz, ganz stark. Ich glaube, es ist hier unten versteckt, neben dem Grill. Okay, komm schon, find den Schlüssel, Franklin. Komm schon, ich glaube an dich, come on. Ich habe die Schlüssel gefunden. Das sind die Schlüssel zu Franklins geheimen Zimmer. Oh mein Gott, okay. Leute, ich will das Geheimnis lüften. Was befindet sich in Franklins geheimen Zimmer in GTA 5? Nach all den Jahren, endlich finde ich es mal heraus. Also, auf geht's nach Hause. Okay, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, in welche Tür dieser Schlüssel hineinpasst. Wait. Wartet mal, Leute. Da ist noch eine Tür. Gucken wir mal, ob das vielleicht die Tür ist zu dem Zimmer. Nein, das ist nicht die Tür. Aber mich würde interessieren, wohin führt diese Tür eigentlich? Ich meine, das müsste dann wahrscheinlich... Oh, es ist einfach nur die andere Seite. Okay, in welche der Türen passt dieser Schlüssel hinein? Wir gucken mal nach. Ist es vielleicht diese Tür? Probieren wir es nochmal. Nein, es ist nicht die Tür, aber es muss eine andere sein. Dann probieren wir ebenfalls nochmal diese Tür aus. Nein, es ist auch nicht die Tür. Komm, wenn das nicht die Tür ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Bitte pass da rein. Okay, und tun wir den Schlüssel rein. Leute, der Schlüssel passt rein. What? Oh mein Gott. Oh, Leute, ich bin so gespannt. Wir werden jetzt endlich herausfinden, was sich hinter dieser Tür befindet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt dort hinein. In 3, 2, 1 und... Wow. Wait, der Raum sieht auch ziemlich ähnlich aus. Hey, wer bist du? Unautorisierter Zugang. Sie hätten erst 2025 hier erscheinen sollen. Ich beschütze diesen Raum. Sie dürfen das Geheimnis nicht lüften. Bitte treten Sie weg. Was? Nein! Sie verstehen falsch! Nein! Oh! Hey. Yo. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Leute, habt ihr den Typen gerade gehört? Unautorisierter Zugang? Das ist mein Haus! Ich wohne hier. Warum habe ich keinen Zugang zu diesem Raum? Oh, nein. Wir kehren zurück. Ich werde mir das Ganze nochmal genauer anschauen. Ich will unbedingt herausfinden, was in diesem Raum drin ist, Leute. Nein, so einfach könnt ihr mich nicht loswerden. Ich gehe da jetzt nämlich gleich zurück. Und wir gehen jetzt vorbereitet hinein. Also, auf geht's zurück zum Haus. So, okay, Leute. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Also rein da. What? Leute?
Die Tür ist einfach zu. Ich komme nicht hinein. Okay. Das ist merkwürdig. Warum komme ich in mein eigenes Haus nicht hinein? Das verstehe ich gerade. Oh, seht ihr das da hinten, Leute? Direkt neben Franklins Kopf, da rechts. Ist das dieses komische Roboterteil? Der ist einfach in meinem Haus. Bro, ist der wirklich in meinem Haus? Was habe ich denn bitte getan? Leute, lasst mich hier rein. Unbedingt. Ich muss jetzt hier rein. Also, let's... Was? Die haben die Tür zugemacht und das Fenster ist zu. Ich komme nicht mal dort hinein. Oh nein, Leute. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ihr lasst mich jetzt gleich sehr schnell rein. So, und zwar habe ich noch diese Tür. Da komme ich doch safe. Ich glaub's nicht. Ihr habt es auch zugemacht. Lasst mich sofort rein in mein eigenes Haus. Unautorisierter Zugang. Sie haben gegen das Hausrecht verstoßen. Zugang zum Haus verwehrt bis 2025. Ausdrücklicher Befehl von oben. Befehl von oben? Was für ein Befehl? Leute, ihr müsst mir das mal sagen. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier einfach, Leute, ich werde jetzt hier einfach genau den gleichen machen. Ich habe genau das gleiche, was ihr auch habt. Also, mache ich dieses Fenster jetzt kaputt? Yo! Let's go! Okay, Freunde. So, einfach hier durchgehen. So, okay. Auf geht's. Oh, okay, Leute. Wir können jetzt, glaube ich, hoffentlich nochmal in diesen Raum hinein. Achso, würde ich sagen... Lauf. Da ist noch einer von denen. Okay, Leute, wir schleichen uns in diesen Raum hinein. Es muss was richtig Krasses sein, das dort versteckt wird. Warum bis 2025? Das verstehe ich immer noch nicht. Also gehen wir wieder rein. Let's go. Okay, wir sind jetzt wieder hier drinnen. Ich möchte jetzt herausfinden, es muss was Besonderes sein, das sich hier versteckt. Seid ihr genauso gespannt wie ich, Freunde, es herauszufinden? Dann bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Und wenn ihr schon dabei seid, dann drückt auch gerne den Like-Button, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also, Kuss geht raus an jeden einzelnen Leute, der mich supportet hat. Und by the way, kleine Info an euch noch. Ich werde natürlich auch auf der Gamescom sein und zwar jeden einzelnen Tag. Ihr könnt mich wahrscheinlich so meistens bei dem Red Bull Stand finden, wenn ihr darauf Bock habt. Am allerwichtigsten ist, Leute, folgt mir unbedingt auf Instagram. Da werde ich nämlich immer zeitaktuell posten, wo ich gerade bin. Wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an. Wir können gerne Fotos machen. Ich habe, by the way, auch einige Termine. Ich werde es noch nicht genau sagen, weil es noch nicht ganz offiziell ist. Aber ihr könnt mich bei der ein oder anderen Bühne auch offiziell finden. Und deswegen würde ich sagen, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns bei der Gamescom. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich will unbedingt... Oh mein... Okay, das ist weirdes Alien-Zeugs. Ich glaube, Leute, wir schaffen das. Okay, hey, da ist schon wieder eine Tür. Was ist denn jetzt wieder los? Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt durch diese Tür durch. Wo führt sie uns jetzt hin? Let's go. Okay, wo bin ich? Wow. Wartet mal, der Raum kommt mir bekannt vor. War ich nicht hier schon mal? Und wo? Wait, ich sehe es gerade jetzt erst. Was macht Lester Crest dort? Oh, der wird mir einige Fragen beantworten. Lester, was geht ab, Bruder? Alles fresh bei dir? Franklin, ich bin gekommen, um dich aufzuhalten. Was suchst du hier? Warum hältst du dich nicht an die Spielregeln? Das Gleiche würde ich dich gerne fragen. Warum darf ich mein eigenes Haus nicht jedes Zimmer betreten? Und warum hast du hier so einen riesigen Backrooms-Komplex in meinem Haus? Das würde ich dich lieber fragen. Weißt du, Franklin, es ist eigentlich nicht dein Haus. Ich habe es dir nur vermacht zum Nutzen. Aber ich habe dir nicht die Zugangsrechte für jeden Raum gegeben, sondern nur für die Räume, die du betreten kannst. Und wie du wahrscheinlich an der Notiz gelesen hast, steht, dass du erst 2025 hierher kommen darfst. Also bitte, Franklin, mach es nicht so schwer. Warum 2025? Warum erst in 2 Jahren? Warum nicht jetzt? Warum muss ich bis 2025 warten? Komm, machen wir ein Spiel daraus. Ich sehe, du hast hier einige... Du hast irgendwie so ein Spielchen draus gemacht. Sind das 6 verschiedene Rutschen? Ich war hier schon einmal drinne. Sag mir einfach, welche Rutsche ich rutschen soll und ich sag es keinen. Wirklich. Leute, ihr haltet das für ein Geheimnis, okay? Ihr könnt das Video gerne euren Freunden zeigen, aber bitte sagt nicht, was das Geheimnis am Ende ist, okay? Haltet es geheim. Tut mir leid, Franklin. Es ist leider nicht möglich. Aber ich mache ein kleines Spielchen trotzdem mit dir. Machen wir es 50-50. Du hast 3 Chancen. Du darfst nur 3 der Rutschen benutzen und in eine der Rutschen findest du eventuell das Geheimnis. Was meinst du? Okay, Deal. Ich würde sagen, so machen wir das, Lester. Alles klar, Leute. 3 Rutschen dürfen wir uns aussuchen. Schreibt jetzt in die Kommentare, welche 3 Farben sollen wir uns aussuchen? Rot, grün, blau, orange, gelb oder lila? Ich würde sagen, ich nehme einfach mal rot, Leute. Ich glaube, ich habe so ein gutes Gefühl bei rot. Also gehen wir mal durch, Leute, und gucken nach, was in der roten Rutsche ist. Und wir rutschen runter.
Let's go. Okay, rutsch Franklin. Let's go. Au, 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 au. Oh, oh mein Gott. Oh, au. Wow. Oh, oh, oh mein Gott. Oh nein, 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 Franklin. Oh nein, das war der falsche Raum. Oh. Man, das war der falsche Raum. Okay, wir haben noch zwei verschiedene Türen. Wie soll ich das bitte herausfinden, Freunde? Wo soll ich herausfinden, was die richtige Farbe ist? Von fünf verschiedenen haben wir nur noch zwei, die wir auswählen können. Eine davon ist die richtige. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gehen wir durch die grüne Rutsche oder die gelbe? Oh, ich weiß nicht. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, wir gehen durch die gelbe. Komm, die gelbe Rutsche. Die grüne, komm. Die grüne, Leute, rot war falsch, grün muss richtig sein. Wenn die Theorie stimmt, dann muss es richtig sein. Okay, ich hoffe, es ist richtig. Und es ist. Und. Ist es richtig? Ich habe keinen Fehlersound gehört. Okay, ich glaube, der Raum ist richtig. Wo ist jetzt das Geheimnis? Okay, Leute, hier drehen sich einfach Menschen im Kreis. Ich bin so verwirrt. I don't know, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ist damit... Oh, oh mein Gott, da steht ein Zombie oder... Ist es eine Mumie? Ich weiß es nicht, Leute, aber ich sehe, da ist ein Zettel. Vielleicht hilft der mir weiter. Oh mein Gott, da ist schon wieder eine von denen. Ich hoffe, die beißen nicht. Okay, was steht da drauf? Oh, hier steht... Menschen plus Mumien gleich Farbe. Oh, es ist ein Rätsel. Okay, Leute. Was ist die Antwort? Pausiert mal das Video. Moment, warte, weil ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Wir haben auf jeden Fall ein Zahlenrad von 1 bis 12 mit verschiedenen Farben. Menschen plus Mumien gleich Farbe. Warte, 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 warte. Vielleicht hat das was mit der Anzahl an Leuten zu tun, die hier in diesem Raum sind. Und da hängt zum Beispiel auch noch eine Mumie da oben. Okay, wir zählen erstmal zusammen und dann schreibt ihr die Antwort in die Kommentare. Also ich zähle eine Mumie, zwei Mumien, drei Mumien. Von den Menschen haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich sehe 5 Menschen. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. 1, 2, 3, 4, 5. Yep, und 3 Mumien. Okay, gucken wir uns doch mal das Rad an. Okay, Leute, ich weiß es nicht. Also wir haben 5 Menschen und 3 Mumien. Also 5 plus 3 ist 8. Das würde lila bedeuten. Das wäre eigentlich das Ergebnis, oder? Wäre es das Ergebnis? Das wäre eigentlich zu einfach, oder? Weil wenn die dann schreiben würden, Menschen plus Mumien, warum sind dann Menschen... Okay, Moment, 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 Moment. Leute, bevor ihr alle lila in die Kommentare schreibt, ich glaube, das ist ein Trick. Ich glaube, das ist ein Trick. Weil sonst würde da ja stehen, nicht Menschen plus Mumien, sondern, I don't know, Menschen und Mumien als einzelne Zahl. Aber hier steht Menschen plus Mumien. Also nehmen wir einfach mal Menschen. Das waren 5. Dann sind wir bei Rot und Mumien haben wir 3. Dann sind wir bei Gelb. Okay, wir könnten jetzt sagen, 5 plus 3 ist 8. Aber ich glaube, das hat was mit diesem Farbkreis zu tun. Sonst würden die nicht in einem Kreis sein. Okay, ich gebe euch 5 Sekunden Bedenkzeit, die Antwort jetzt in die Kommentare zu schreiben. Einfach als Zahl oder als Farbe. Jetzt, let's go. Also, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr die Antwort reingeschrieben? Ja? Okay, wir werden mal sehen, ob ihr richtig gelegen habt. Wisst ihr, was ich nämlich glaube, Leute? Ich glaube, man muss diese Menschen als Zahl, als eine Art Farbe sehen. Und zwar als gelb. Und zwar, nee, Moment, Menschen waren 5, glaube ich. Also Menschen ist rot und Mumien ist gelb. Wenn man das beides zusammenmischt, haben wir gelb plus rot und das ergibt orange. Und wenn ich richtig liege, dann ist orange die richtige Farbe. Das muss die Rutsche sein. Okay, Freunde, drückt mir die Daumen. Wenn ich falsch liege, dann fresse ich einen Besen. Genau wie ich es gesagt habe in Garten auf Banban 4. Also Leute, Juju Charles, hier komme ich. Und ich meine, Leute, by the way, dieses Orange passt auch sehr gut zu meinem Merch. Also, wenn ihr wollt, checkt den Link in der Beschreibung aus. idzock.shop. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir rutschen runter. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Okay, ganz langsam. Oh. Ist das richtig? Okay, ich glaube, das könnte richtig sein. Ich glaube, Leute, ich sollte hier diesen Clown mal erledigen. Sorry, Mr. Clown. Tut mir leid, Kollege. Ich muss hier wirklich auf Nummer sicher gehen. Oh mein Gott, das sind noch mehr von denen. Okay. Oh, oh. Okay, Leute, das muss der richtige Raum sein. Hier sind diese, die beschützen das. Die beschützen ein Geheimnis. Okay, na los. Bom. Nimm das. Nimm das, Roboter. Nimm das, ihr Roboter. Da noch der Clown. So, oh, da von der Seite kommt einfach... Oh mein Gott, Alter, wie viele habt ihr hier? Wie viele sind hier, Leute? Es sind echt zu viele hier. Viel zu viele, sage ich euch.
Da ist noch einer. Seht ihr den? Wartet mal. Achtung. Pass mal auf. Trickshot. Okay, das war kein Trickshot. So, let's go. Bam. Okay, wir haben den nächsten Roboter erledigt. Sorry, Mr. Clown. Es tut mir leid. Ich mag keine Clowns. Okay, wow. Wo ist das Geheimnis? Ich glaube, es ist hier. Leute, ich glaube, es ist hier. Let's go. Lüften wir das Geheimnis. Okay, Freunde. Ist das go? Okay. Leute. Das ist ein Safe. Oh mein Gott. Das ist das Geheimnis, wovon Lester geredet hat. Dann würde ich sagen, öffnen wir ihn. Und finden raus, was drin ist. Okay. Come on! Okay, Leute. Jetzt finden wir das Geheimnis heraus, wovon Lester geredet hat. Warum wir es erst 2025 erfahren dürfen. Was wird es sein? Was meint ihr? Jetzt in die Kommentare. Und es ist... GTA 6! Leute, es ist GTA 6! Oh mein Gott, das ist das Geheimnis, Leute, was wir erst 2025 lüften können. Und ich bin zu 100% der Überzeugung, GTA 6 kommt 2025. Nächstes Jahr, vergesst es, Leute. Rockstar wird es niemals schaffen. Aber wisst ihr, was mich noch mehr interessiert? Kann ich diese CD jetzt in GTA 5 reintun und dann vielleicht einen Trailer zu GTA 6 sehen? Oder irgendwie das Spiel? Wir nehmen es einfach mit nach Hause. Let's go. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Ich tue es direkt in den Fernseher rein. Come on, Alter. Ich will GTA 6 spielen. Also, Leute, packen wir das mal rein und gucken wir mal nach, ob das Spiel dann läuft. Wie? Ich habe das Spiel, aber ich kann es noch nicht spielen? Ich kann es immer noch erst 2025 spielen. Och, Mann, Leute. I don't know. Ich will gerne GTA 6 haben. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr auch so hyped seid auf GTA 6, dann schreibt es in die Kommentare. Leute, aber immerhin wissen wir, was in Franklins Haus drin war. Wir haben noch einige Zimmer, die wir von Franklin nicht gesehen haben. Wenn ihr die auf jeden Fall wissen wollt, wie sie aussehen, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mich gerade extrem verschluckt, deswegen mache ich die Abmoderation, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, haut rein, Einis raus und ciao.